Hallo, gestern war der unabhängige Futterberater Christian Treichel bei mir zu Gast in der neuen Milchviehberatung und hat einen spannenden Vortrag darüber gehalten, was du bei der Trockensteherfütterung unbedingt berücksichtigen solltest. Heute siehst du einen Auszug zu dem Thema. Ich wollte noch mal ein kurzes Wort zum Thema Stroh-Tiefstreuhaltung loswerden, weil ich das in der Praxis ganz, ganz oft sehe, dass man das natürlich gerne als tolle Lösung ansieht, weil ja auch so für den Verbraucher optisch eine total schicke Lösung. Ich kann nur sagen, für die Kuh selbst ist das ja die drittbeste Lösung. Das selbstständige Laufverhalten sinkt auf diesen Stroh-Tiefstreustellen ganz massiv. Können wir nicht wirklich wollen. Es kommt häufig zu Überbelegungen, im Prinzip fast vorprogrammiert. Nicht zuletzt deshalb, weil sie nicht selten als doppelgenutzte Boxen in Frage kommen, diese Strohboxen. Da kommen nämlich ganz schnell auch kranke Tiere rein. Und die kranken Tiere verlassen diese Boxen leider allzu langsam und manchmal eben nur tot. Und gerade diese ganze Kombination, Überbelegung, Stroh als Nährstoff, als Nährboden, kranke Tiere in direkter Nachbarschaft von Tieren, die zur Abkalbung anstehen. Das sind alles Faktoren, sag ich mal, die können wir nicht allen Ernstes als das bezeichnen, was wir eigentlich haben wollen. Ein Maximum an Komfort und Gesundheit und Vorbereitungsmöglichkeit. Das passt da nicht gut hin. Der letzte Punkt ist mir sozusagen, wenn alle anderen Punkte sozusagen gar nicht so entscheidend sind, vielleicht für den einzelnen Betrieb, mit fast der wichtigste: Futteraufnahme in Größenordnung im Abfall. Praktiker erzählen mir, dass wenn sie ihre Tiere auf einem Einreiher halten in der Trockenstehphase, dass sie Futteraufnahmen erreichen, durchaus in Größenordnung von 15 bis 17 Kilo Trockenmasse. Wenn diese Tiere nicht selten eine Woche, 14 Tage vor dem Abkalben auf Stroh geholt werden, die Strohboxen wunderbar sind, so alles nach Kuraufenthalt aussieht, dann kann man mit bestimmten Systemen, die heute ja zur Kontrolle zur Verfügung stehen, so wie zum Beispiel Cow Manager oder Cow Watch, solche Sachen, kann man beobachten, dass diese Tiere einen ganz rapiden Abfall der Futteraufnahme, ihrer Bewegungsintensität und so weiter haben. Und dieser rapide Abfall der Futteraufnahme lässt sich im Zweifel auf eine Größenordnung von einem halben bis einem Kilo Trockenmasse pro Tag Aufenthalt auf Stroh definieren. Was das nach 14 Tagen Aufenthalt bedeutet, kann sich jeder ganz schnell ausrechnen. Das ist im Prinzip sozusagen ein ausgegangener Ofen, sprich der Pansen arbeitet eigentlich am Tage der Abkalbung schon gar nicht mehr so richtig, wenn überhaupt noch. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.